80er-Jahre-Mucke. Synthesizer. Excellent. Hallo Tabletop-Freunde, das ist der Mo, ich bin der Dennis und das ist das Berlin Basement. Noch einmal wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend und willkommen zu unserem Einsteiger-Guide Teil 3. Dieser befasst sich mit dem Thema Mörser, Haubitzen, Waffenteams, beziehungsweise auch die HE-Geschosse der Mörser und Haubitzen. Das beinhaltet auch das indirekte und direkte Feuer. Ja, also wir wollen es wieder ganz einfach machen, wie in den ersten beiden Teilen, kurz und knapp. Diesmal, denke ich, hoffe ich, das habe ich bei den ersten Teilen auch schon gesagt. Ja, wir fangen an mit den Waffenteams. Also wir haben ein MNG-Team und ein Anti-Tank-Rifle-Team, wo man die Regeln, was Waffenteams betrifft, natürlich auf anderes erweitern kann. Zum Beispiel dem Scharfschützenteam oder Flammenwerfer-Team etc. Ja, dann würde es dann weitergehen mit Haubitzen und Mörser. Wie setze ich die ein? Spotter, was ist ein Spotter? Wie setze ich den ein? Fahrzeuge mit Autocannons, beziehungsweise Fahrzeuge, die HE verschießen können. Wobei jetzt aber nur das Geschütz die Rolle spielt, nicht das Fahrzeug. Fahrzeuge haben wir im Teil 2 geklärt. Ja, wie quasi multiple HE-Geschosse gehandhabt werden. Genau, und wie gesagt, direktes Feuer, was ist direktes Feuer, was ist indirektes Feuer. Fangen wir mit den Waffenteams an. Jo. Fangen wir an mit einem Weapon-Team oder einem Waffenteam. In unserem Fall ist das jetzt ein Anti-Tank-Rifle. Kann natürlich auch eingesetzt werden wie ein Flammenwerfer-Team oder ein Scharfschützenteam oder leichter Mörser, ist auch ein Zwei-Mann-Team. Stimmt, ein leichten Mörser. Das sind also Waffenteams, Zwei-Mann-Waffenteams, bestehend aus einem Gunner und einem Loader. In dem Fall haben wir halt, wie gesagt, ein Anti-Tank-Rifle-Team. Kann genauso gehandhabt werden wie eine Infanterie, also Run 12 Zoll oder Advance 6 Zoll. Also diese Team-Weapons können also sich bewegen und schießen. Die Waffen sind also leicht genug, um sich damit noch zu bewegen und schießen zu können, genau. Eine Anti-Tank-Rifle hat eine Reichweite von 36 Zoll und einen Durchschlagswert, einen DSK von plus 2. Wir haben jetzt einfach mal wieder, wie üblich, das Einfachste aufgebaut. Wir haben hier meinen Softskin Morris Anti-Aircraft Truck und sein Anti-Tank bekommt einen Feuerbefehl. Wie gesagt, wir haben 36 Zoll Reichweite, das heißt bis 18 ist eine kurze. Genau. Wir haben... Guter Mann. Guter Mann. Wir haben... Über 20, 21. 21 Zoll Reichweite. Somit sind wir über die Hälfte, also es ist lange Reichweite. Er hat sich nicht bewegt. Mein Fahrzeug steht jetzt nicht in Deckung. Das heißt, wir treffen auf die... Richtig, auf die 4. Zack. Somit hat das Fahrzeug einen Treffer erlitten. Er hat eine 5 gewürfelt. Das Fahrzeug ist getroffen. Kriegt schon mal einen Pin. Das Fahrzeug kriegt für den Treffer schon mal einen Pin. Jetzt kommt es dazu, wir haben eine Anti-Tank-Rifle, die hat einen Durchschlagskraftwert von plus 2. Jetzt ist das so bei Anti-Tank-Rifle-Waffen, beziehungsweise generell bei Waffen, die einen DSK haben, verlieren sie einen DSK auf der langen Reichweite. Man geht halt davon aus, dass das Geschoss aufgrund der langen Reichweite kinetische Energie verliert. Oh, das habe ich gut gesagt. Ja. Ne? Die kinetische Energie verliert, das wird damit halt symbolisiert, dass es halt auf den langen Weg einen Durchschlagskraftwert verliert. In dem Fall, wir sind auf der langen Reichweite. Das Anti-Tank-Gewehr hat plus 2, lange Reichweite nur noch plus 1. Das Fahrzeug ist getroffen. Softskin hat ja im Grunde genommen keinen Panzerungswert, aber es hat einen Wert von 6. Das heißt, Durchschlagskraft 1. Mo braucht eine 5.
Eine 5 plus. Aber ich mache jetzt eine 6. Um zu... Nein. Gut, eine 2 ist in dem Fall nichts passiert. Ist wieder klar, wenn er jetzt eine 5 gewürfelt hätte, ist bei Softskin ist durch. Das ist bei Softskin so. Da ist dann der nächste Wurf wieder auf die Schadenstabelle, wie in dem Teil 2 des Einsteigerguides erklärt. Läuft. Gut, ich sollte diese Würfel nicht anfassen, das wissen wir nun schon. Ja, wie gehabt auf die Schadenstabelle und man würfelt, was mit dem Fahrzeug passiert. So, nutzen wir das doch gleich, um die Waffe des Morris Truck zu erklären. Also in dem Fall ist das halt eine britische Beaufort. Eine Beaufort ist eine schwere Autocannon. Ich habe die Möglichkeit, zwei Schuss mit einem DSK, also zwei Schuss Anti-Tank-Munition zu verschießen. Oder ich kann jetzt sagen, ich möchte zwei Schuss HE feuern. HE ist immer recht gut für Infanterie, da HE-Geschütze diese wundervolle Schablone nutzen. Das ist dieses Ding hier. In dem Fall hat die schwere Autokanone einen HE-Wert von 1 Zoll. 1 Zoll ist dieser kleine Ring hier innen, 1 Zoll Radius. Wir gucken mal, ob ich treffe. In dem Fall, ich habe einen Pin, ich muss also einen Befehlstest machen. Sagen wir mal, das Fahrzeug ist jetzt regulär, hat einen Moralwert von 9, ein Pin. Das heißt, ich muss 8 oder weniger erreichen. Ja, das ist mit einer 6 geschafft. Ich verliere meinen Pin und kann meinem Truck den Feuerbefehl erteilen. So. Die Autocannon, die schwere Autocannon, hat eine Reichweite von sage und schreibe 84 Zoll. Ist also ganz schön enorm. Das heißt, wir haben eine Hälfte von, richtig, 42. Ist also eigentlich auch schon das Spielfeld wird abgedeckt mit der kurzen Reichweite. So, sagen wir mal, ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Schuss. Möchte zwei Schuss HE auf das kleine Team geben, denn nämlich eine Infanterieeinheit, die zwei Mann oder weniger, also in dem Fall ein Mann, hat, zählt als kleines Team, ist somit schwerer zu treffen. Also ich möchte schießen, die haben keine Deckung oder sonst was, ist kurze Reichweite, ich würde auf die 3 plus treffen. Da es ein kleines Team ist, kommt ein Wert von 1 dazu, also ich treffe auf die 4 plus, zwei Schuss. Na, geht doch. Also 1A. Ich habe zwei Treffer erzielt. Jetzt ist das so bei einem multiplen HE-Geschütz. Habe ich jetzt quasi zwei Treffer mit einem 1 Zoll Radius. Diese zwei Treffer, die werden jetzt nebeneinander gelegt. Das heißt, man hat den 1 Zoll Radius und der zweite Treffer wird direkt angelegt. Also ich habe jetzt quasi eine Reichweite von 2 Zoll, ja? Ein Durchmesser von 2 Zoll, den ich mir so hinlegen kann bei einem kleinen Team. Ja. Gut, es müssen immer so viele Einheiten wie möglich drunter sein. Es ist jetzt ein kleines Zwei-Mann-Team, da hätte auch ein Treffer gereicht. Es sind unter der 1 Zoll-Schablone sind 2 Mann drunter. Ein HE-Geschoss bei der Beaufort hat, also bei HE 1 Zoll, ist das auch ein DSK von 1 Zoll. Gehen wir wieder davon aus, es ist ein reguläres Team. Wir haben also ein reguläres Team zum Treffen, eine 4 plus. Ich mache, sind beide Figuren drunter, sind also zwei Treffer, habe ein DSK von 1, verwunde also auf die 3 plus. Ja. In dem Fall gar nicht. Okay, aber? Aber, jetzt haben wir noch so, HE-Geschosse verursachen sogar extra Pins. Das heißt, auch wenn ich jetzt keinen verwundet habe, würfel ich einen W6. Ein HE-1-Zoll-Geschoss macht D2 Pins. Was ist denn D2? Eigentlich ein zweiseitiger Würfel, würde ich jetzt mal sagen. Ne? D2 sind zwei Seiten. Also in dem Fall könnt ihr auch einen sechsseitigen Würfel nehmen. 1 bis 3 ist ein Pin. 4, 5, 6 sind zwei Pins. 5. Durch den Treffer hat die Einheit zwei Pins erhalten. Ist schon mal ganz gut. Schon mal ein Pin mehr wie ein regulärer Schuss.
Um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, was jetzt zwei HE-Treffer im Sinne von 2 Zoll nun sind. Wenn ihr natürlich in einen solchen Trupp hier schießt, in dem Fall sind es jetzt 5 Kommandos, das sollte eigentlich nicht vorkommen, dass einer Bofo auf die eigenen Männer schießt. Ah. Okay, gut aufgestellt. Sagen wir, ich habe wieder, wie gesagt, 2 Treffer erzielt. Man legt die 1 Zoll Schablone an, versucht so viel Treffer wie möglich zu erzielen. Ich denke mal, das sind schon 3. Hm. Da hätte man, jetzt wären schon 3 Treffer mit dem ersten Treffer. Ja, also der erste Schuss mit der HE-Waffe hat 3 Treffer erzeugt. Und jetzt würde eine zweite 1 Zoll für den zweiten Treffer genau anliegend sein. Ja. Somit hätten wir noch einen 4. mit ins Boot geholt. Multiple Treffer mit einer HE-Waffe, die überlappen sich nicht. Und es wird auch nicht mehrfach getroffen. Das heißt jetzt, wenn jetzt diese Einheit ein zweites Mal unter der Schablone ist, also 2 Treffer, ne, die 3 waren schon mit drunter, man legt jetzt die zweite 1 Zoll an, wäre ja eine Figur nochmal drunter. Sie erleidet aber trotzdem nur einen Trefferschuss. Es gibt es nicht, dass es mehrere Treffer erzielt. Also in dem Fall, um es jetzt mal ganz deutlich zu erklären, ich habe jetzt mit 2 Treffern der Beaufort 4 Einheiten getroffen, könnte jetzt also mit 4 Würfeln 3. Oh, ist das schwer. Genau. Ja, könnte jetzt mit 4 Würfeln quasi die Treffer erzielen. Gehen wir wieder von einer regulären Einheit aus. Gut, Kommandos gibt es nicht regulär. Wir sagen jetzt, sie sind jetzt regulär, haben also einen Verwundungswert von 4. Wir haben halt HE 1 Zoll. Ich treffe also auf die 3 plus. Zack, zack, zack. Da haben wir schon 3 Tote. Wäre in dem Fall sogar so, wir haben die Hälfte auf einmal ausgelöscht. 1, 2, 3. Wir haben die Hälfte auf einmal ausgelöscht. Und sie müsste jetzt schon einen Moraltest erledigen, weil mehr als die Hälfte mit einem Schlag ausgeschaltet worden ist. Aber wie gesagt, die HE-Kanone macht ja D2 Pins. Wir würfeln also, in dem Fall ist es nur ein Pin, der wird jetzt schon mit einkalkuliert. Eine reguläre Truppe hat also einen Moralwert 9, müsste jetzt 8 oder weniger würfeln, damit die beiden noch stehen bleiben. Yay! Yeah. So sind sie weg. So sind sie weg, genau. Er hat jetzt quasi den Moralwert überwürfelt. Somit sind diese beiden rennen jetzt panisch vom Feld. Der ganze Trupp wurde jetzt ausgeschaltet. Nur nochmal zur Erklärung, in dem Fall hat es sich jetzt, wie gesagt, um eine schwere Autocannon gehalten, also in dem Fall eine Beaufort. Es gibt natürlich auch leichte Autocannons, diese haben auch 2 Schuss pro Geschütz und auch einen DSK-Wert von 2. Also auch, die haben nur einen DSK-Wert. Nur ist auch gut. Leichte Autocannons haben einen DSK-Wert von 2. Gibt es auch in mehreren Varianten, zum Beispiel einen schönen Vierling der Deutschen. Das sind halt, ne, wie der Name schon sagt, das sind 4 leichte Autocannons. Jetzt rechnet euch mal aus, pro Geschütz 2 Schuss. Ja, haben wir schon mal 8 Schuss. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, 8 Treffer mit HE 1 Zoll zu erreichen. Also hättet ihr mit deinem Vierling 8 Treffer erzielt. Wieso? Du kannst zwar 10 Vierling. Also hättet ihr mit einem Vierling 8 Treffer erzielt, könntet ihr 8 Mal eine 1 Zoll Schablone nebeneinander legen. Das ist also eine ganz schöne Fläche, die ihr da zusammenlegen könnt. Sind also einige Treffer, die darunter zählen. Als nächstes stellen wir euch Support Weapons vor. Diese bestehen aus mindestens 3 Mann. In dem Fall haben wir hier einmal ein MMG-Team mit 3 Mann Besatzung. Ein mittelschweren Mörser mit 3 Mann Besatzung. Und diese Einheiten können sich auch wie in Infanterie 12 Zoll rennen. Könnten von der Bewegung her ein Advance machen, aber können nicht feuern. Also sie können sich nicht bewegen und feuern. Sie müssen eine Runde sich positionieren, weil die Waffen schwer sind. Also müssen erst ausgerichtet und scharf gemacht werden. Somit fällt Bewegen und Schießen flach. Also geht nur Rennen oder in Advanced, wenn es in Dense Terrain oder in schweres Gelände geht. Genau. Der Mörser allerdings hat die Option, dass er noch einen Spotter mit
einbeziehen kann. Allerdings muss dazu der Mörser mindestens regulär eingestuft werden. Unerfahrene Mörser haben keine Option auf einen Spotter. Wie der Spotter funktioniert, erklären wir gleich. So, den Advanced-Befehl beim MMG-Team kann man auch dazu nutzen, die Feuerrichtung zu wechseln und zu schießen. Das heißt, das MMG-Team bewegt sich nicht, hat allerdings nur einen 45-Grad-Winkel, in dem es sich Feuer ausrichten kann. Jetzt das Black Bomber-Team wäre zum Beispiel jetzt nicht im Feuerwinkel. Deshalb kann man dann den Advanced-Befehl nutzen, um sein MMG halt auf der Stelle neu auszurichten und darf dann trotzdem noch feuern. Er hält aber durch die Bewegung einen Modifikator auf plus 1 auf den Schuss. Bewegung, also quasi wie bei der Infanterie, die sich bewegt. Genau. Ja, ansonsten, ein MMG hat halt 5 Schuss, halt wie ein ganz normales, ja, wird abgehandelt wie ein Gewehr, nur dass es halt 5 Schuss hat. Das MMG hat allerdings eine Reichweite von 36 Zoll, somit eine halbe Reichweite von 18. Also auch schon ganz schön gut, wenn da mal so fünf Schüsse auf einen einprasseln. Kommen wir nun noch zu dem Mörser-Team und gleichzeitig zu der Erklärung, was ist indirektes Feuer oder direktes Feuer. Indirekt, das heißt, die Waffe wird eingestellt auf einen festen Punkt über diverse Winkel. Und es ist schwer, damit ein Ziel mit dem ersten Schuss zu treffen. Das heißt, man feuert, guckt, wo das Ziel landet und die Waffe wird neu justiert. Indirektes Feuer hat eine Mindestreichweite und eine maximale Reichweite. Die Mindestreichweite darf nicht unterschritten werden. In dem Fall hat der Mörser eine Mindestreichweite von 12 Zoll. Also das heißt, Einheiten, die unter 12 Zoll am Mörser dran sind, kann der Mörser gar nicht beschießen. Das errechnet sich durch den Winkel, weil sonst müsste der Mörser ja fast 90 Grad nach oben schießen. Und das Risiko, dass die Kugel direkt wieder zurückkommt, ist echt hoch. Somit hat man also mindestens 12 Zoll. Alles, was dahinter wird, hintersteht und kriecht und rennt, kann beschossen werden. Indirektes Feuer oder indirekter Beschuss trifft immer erst auf die 6. Runde für Runde wird dieser Wert allerdings besser. Zum Beispiel könnte jetzt der Mo mit einem indirekten Feuer sagen, er möchte sich auf mein Weapon-Team einschießen. Er gibt dem Mörser den Feuerbefehl. In dem Fall, der Mörser hat Sicht auf mein Team. Mo kann feuern. Sein erster Schuss wäre nur der Treffer auf die 6. Genau. Warlord hat es so gemacht, die haben ja jetzt diese neuen Token mitgeliefert. Und da gibt es jetzt extra für indirekten Schuss einen separaten Token. Ist eigentlich gar nicht mal so unpraktisch, wenn man mehrere Einheiten auf dem Tisch hat, um zu signalisieren, dass diese Einheit jetzt indirekt schießt und sich versucht, auf eine feindliche Einheit einzuschießen. Mhm. Kann man also einfach daneben liegen, der Gegner weiß Bescheid, ich schieße jetzt indirekt. Auf der 6 geht's los, wie der Dennis schon gesagt hat, und nein. Kein Treffer. Jetzt haben wir das so geregelt, beziehungsweise Warlord hat das jetzt so geregelt. So, der erste Treffer, sagen wir mal, ist irgendwo hier eingeschlagen. Bei Warlord ist das jetzt so, er ist weg, er verpufft. Kein Treffer. In der zweiten Runde könnte der Mörser nochmal auf dasselbe Ziel feuern, würde dann allerdings schon auf die 5 plus treffen. Und so geht das dann immer weiter. Das heißt, Runde 3 wäre dann die 4 plus. Runde 3 wäre die 3 plus. Und allerdings muss das Ziel, darf sich nicht bewegen. Sobald sich das Ziel um mindestens 3 Zoll wegbewegt, muss sich der Mörser wieder neu einschießen. Der Mörser denkt sich so, oh Kacke. Mhm. Nochmal von vorne. Somit trifft er wieder erst auf die 6. Sollte es aber so sein, dass der Mörser in, sagen wir mal, Runde 1 schon mit der 6 trifft, die Granate sitzt, der mittlere Mörser hat einen HE-Wert von 2 Zoll. So, 2 Zoll ist der äußere Ring, wird genauso wie mit der 1 Zoll-Schablone über die Einheit gelegt. So, in dem Fall wären 2 meiner Leute drunter, wären 2 Treffer mit dem einen Schuss und mit einem DSK von 2.
ist wieder wie gehabt, wäre das eine reguläre Einheit, 4 wäre 4 der Trefferwert, minus 2 von dem DSK, würde er also zweimal eine 2 plus benötigen, um zu wunden. Aber sollte es wie gesagt sein, dass er schon in Runde 2 trifft, sagen wir auf die 6, wie gerade eben, und er sollte nicht das Team oder die Infanterieeinheit mit dem Schuss auslöschen, kann er die ja in der nächsten Runde weiter beschießen, allerdings schon auf die 2 plus, weil der Mörser denkt sich so, oder beziehungsweise der Schütze, der Richtschütze des Mörsers denkt sich, ja geil, sitzt, muss ich ja nichts mehr dran verstellen. Also wird die nächste Granate hundertprozentig, beziehungsweise eine 2 plus ist immer noch eine Chance von 13%, keine Ahnung, dass der verfehlt, aber 2 plus ist schon mal gut. Das heißt, jeder Treffer könnte sitzen. 13%. So, wir lassen in dem nächsten Szenario mal den Mörser reinlaufen. Er gilt ja als Support-Weapon der Infanterie und kann sich somit auch 12 Zoll bewegen. Das heißt, wir geben dem Mörser einen Run-Befehl von 12 Zoll und da ist er stehen. Wie Dennis schon erwähnt hat, können Mörser Spotter zugewiesen werden. Allerdings erst ab einem regulären Wert. Unerfahrene Spotter dürfen keinen Spotter zugewiesen bekommen. Der Spotter ist eigentlich eine eigenständige Einheit, kann aber mit dem Mörser zusammen aufs Feld gebracht werden. In dem Fall hat mein Mörser durch den Wald jetzt keine direkte Sichtlinie auf die feindliche Einheit. Um das zu umgehen, kann ich natürlich meinem Spotter jetzt auch noch aufs Feld holen, auch mit 12 Zoll. Mit demselben Befehl, wohlbemerkt. Genau, mit dem gleichen Befehl. Er braucht jetzt keinen neuen Befehlswürfel. Und sozusagen nutzt mein Mörser jetzt die Sichtlinie des Spotters. Der Spotter hat wiederum Sicht auf die feindliche Einheit und kann somit den Mörser einweisen, um das Ziel zu bekämpfen. Und dann wird wieder gehandhabt, Treffer auf die 6 und Folgerunde wird ja immer besser. 6, 5, 4 etc. Genau. Also für beide Einheiten ist ein Befehlswürfel vorhanden. Das heißt, entweder kann ich meinem Mörser einen Feuerbefehl geben. Falls sich das Ziel weiter aus meiner Sichtlinie begibt, kann ich entweder dem Mörser durch den Befehl einen Bewegungsbefehl geben, dass er sich entweder neu positioniert, oder dem Spotter. Genau. Bei manchen Spielen kann man den Spotter auch schon vorher aufstellen. Genau, es gibt diverse Missionen, da ist das quasi die Vorabaufstellung der Aufklärereinheiten oder Spotter. Die werden dann vorab aufs Spielfeld schon gebracht. Somit hätte sich das mit dem aufs Feld bringen auch erledigt. Aber wie gesagt, zum Einstieg lernt das am besten erstmal so, dass ihr den zusammen aufs Feld bringt. Ja, das war jetzt die Erklärung, was ist indirektes Feuer? Der Unterschied, es gibt natürlich auch noch Waffen, die können direkt pfeffern. Die können direkt feuern. Zum Beispiel das Blacker Bomber Team der Briten. Ich denke mal, da muss ich jetzt nicht weiter groß drauf eingehen. Ein direkter Schuss ist halt wie eine Panzerabwehrkanone auch gehandhabt. Nur, dass in diesem Fall diese Waffe zum Beispiel nur HE verschießen kann. Also sie hat keine Möglichkeit, auf Panzerabwehrgeschosse umzuswitchen. Kommen wir doch trotzdem nochmal zum direkten Feuer. Das Blacker Bomber Team hat eine Reichweite von 24 Zoll, kann nur direkt feuern. Also wie eine Anti-Tank-Granate, es muss sich nicht einschießen. Es zielt direkt über ein Visier, ein Zielsystem, möchte auf diese 5-Mann-Einheit schießen. Ist deutlich weiter wie 12 Zoll entfernt. Das heißt also, es ist lange Reichweite für meinen Mörser. Ich treffe auf die 4+. Ich sage also, ich möchte feuern. Genau. Auf diese Einheit. Genau. Da die Wahrscheinlichkeit ist, dass Dennis trifft und meine Einheit noch keinen Befehl erhalten hat, kann ich der Einheit die Möglichkeit geben, sich flach auf den Boden zu legen, indem ich der Einheit einen Daumenbefehl geben kann. Somit legt sich die Einheit auf den Boden flach, kann für diese Runde keinen Befehl mehr erhalten. Sollte Dennis jetzt aber mit seinem Mörser treffen, werden die Treffer, die unter der Schablone sind, halbiert. Genau, anders wie bei Gewehrschüssen könnte nämlich auch jeder Gewehrschuss kann durch einen Down-Befehl als Reaktion auf diesen Beschuss gegeben werden. Bei Gewehren ist das so, der Down-Befehl erschwert meinen Beschuss. Bei HE-Geschossen ist das so, werden die Treffer halbiert. Aber der Schuss bleibt trotzdem, in dem Fall lange Reichweite 4+. Also ich würfel jetzt,
6. Das ist schon besser. So, ich habe also getroffen, hätte also das Blacker Bomber Team hat HE 2 Zoll, das ist also der äußere Ring. Somit, 2 Zoll, sind alle 5 Einheiten drunter. Dadurch, dass er jetzt aber vorher down gegangen ist, wird halbiert und aufgerundet. Das heißt, 3 Treffer. 3 Treffer, genau. Also da 5 ist ungerade, ne? Und da ich ja mitgekriegt, ich bin gut in Mathe. genau, wird halbiert und aufgerundet. Somit, wir haben 2,5. Ne? Sind also 3 Treffer erreicht. Hat er also schon mal Treffer negiert. Ich könnte wie gehabt auf 3 Treffer würfeln. Yay! Nein, wir spielen heute nicht. Ich hätte 1 Treffer erzielt. Gehen wir wieder von einer regulären Einheit aus. HE 2 Zoll macht DSK 2. Ich hätte also nur eine 2 plus gebraucht. Habe natürlich 2 Einsen gewürfelt. Einer tot. Und ich würfel auch wieder auf Pins D2. Läuft. Ja, es bleibt bei einem Pin. Ich freue mich schon auf den Battle Report. Sehr schön. Noch kurz als Zwischeneinwurf. Da es seit Edition 2 diese wundervollen Schablonen gibt, die Warlord jetzt eingeführt hat für HE-Treffer, ist es sehr wichtig, wie ihr eure Einheiten aufstellt. Ihr habt gerade gesehen, wenn ihr eure Einheiten dicht an dicht, also Base an Base stellt, ist das natürlich auch für einen HE-2-Zoll-Schuss echt gut und günstig, dass er die gesamte Einheit trifft. Wenn ihr aber euch ein bisschen aufsplittet, ihr dürft eurer Figuren ja 1 Zoll Abstand maximal, wirklich maximal 1 Zoll, also so, dass eine Base zwischenpasst, dürft ihr euch aufstellen. Vielleicht jetzt nicht im Kreis unbedingt. Doch, doch. Aber sagen wir mal, eine Schützenlinie könnt ihr aufstellen. Somit habe ich mit den 2 Zoll schon mal deutlich weniger getroffen. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Aber ihr müsst auch weiterhin die Bewegungen beachten. Ne? Also wenn ihr jetzt einen Run macht, einen Advanced, jede Einheit kann nur 12 Zoll rennen. Also die Formation bleibt so gut eigentlich erhalten. So, hier haben wir jetzt mal die russische CIS-3, was eigentlich eine Anti-Tank-Gun ist. Hat 4 Mann Besatzung. Anti-Tank-Guns fallen unter den Artillerie-Slot. Das heißt, diese Unterstützungseinheiten können sich anstatt die 12 Zoll nur 6 Zoll im Run bewegen. Was ja wohl verständlich ist, also ich möchte euch nicht mit so einem Geschütz rennen sehen. Was die CIS noch kann, sie kann gleichzeitig auch als leichte Hobitze eingesetzt werden. Das heißt, sie kann als Anti-Tank-Rifle, als leichte Hobitze direkt und sogar indirekt schießen. Genau, das heißt, man kann sich damit aussuchen, ob man sich einschießen möchte auf ein Ziel, dann hat die Waffe aber wieder eine Mindestreichweite, wie bei Mörser auch schon, oder direkt. Da könnte zum Beispiel auch jemand direkt ins Rohr gucken und könnte trotzdem abfeuern. Während dem Spiel könnt ihr das switchen, wie ihr wollt. Genauso wie es Geschütze halt gibt, die einmal, in dem Fall ja auch, entweder HE-Geschosse oder Anti-Tank-Geschosse laden können. Genau. Falls ihr die Waffe in einen Ambush setzen wollt, das heißt in eine Hinterhalt, müsst ihr allerdings vorher ansagen, ob Anti-Tank-Granaten oder HE-Granaten geladen werden. Die können dann nicht gewechselt werden, um den Ambush auszulösen. Richtig. Man geht ja davon aus, das Geschütz wird geladen und man lauert auf den Feind. Dann wird bestimmt nicht, wenn ich ein HE-Geschoss geladen habe im Hinterhalt und sehe, da kommt ein Panzer an, dann würde ich nicht ganz schnell noch eben die Granate wechseln, sondern ich drücke ab, was ich habe. Ja, dem Fall nicht vergessen, beim Ambush vorher ansagen, was geladen ist. Noch zu sagen, Ambush kann nicht indirekt ausgelöst werden. Richtig, genau. Du kannst also nicht indirekt schießen im Ambush. Ja, eine zweite Waffe als Beispiel, die das noch könnte, also direkt und indirekt feuern, als Artillery-Slot wäre noch die deutsche 8.8, die Flak 41 ist das, ne? Genau, als Flak 41 zum Beispiel, die könnte das genauso. Ansonsten gibt es ja auch Haubitzen als Fahrzeuge, als Panzer. Die können das genauso, die können entweder direkt oder indirekt feuern.
Jo. Ja, das war es wieder mit dem dritten Teil unseres Einsteiger-Guides. Wir hoffen, dass wir da jetzt wieder ein bisschen weiter euch in das Thema bringen konnten. Was hatten wir jetzt? Wir hatten HE-Geschosse, wir hatten direkt, indirekt, indirektes Feuer, wir hatten die Schablone im Einsatz. Die Kleinwaffenteams. Die Kleinwaffenteams. Autocannons. Wer klingelt? Autocannons, wie die gehandhabt werden. Ja, sollten noch Fragen sein, könnt ihr die gerne hier in die Kommentare schreiben. Und ja, wir versuchen natürlich auch so schnell wie möglich zu antworten. Und ja, natürlich könnt ihr uns weiterhin auch erreichen unter den E-Mail-Adressen, die ich jetzt einfach mal kackenfrech hier einblende, ob du willst oder nicht. Ja, ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben und über Verbesserungsvorschläge können wir uns auch immer noch freuen. Klar. Ne? Und ja, auch Vorschläge eurerseits, was wollt ihr noch sehen, was wollt ihr hören, was wollt ihr genauer unter die Lupe genommen haben. Ja, schreibt uns einfach und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, alle die Gute. 3, 2, 1, Freunde, es ist soweit. Der Gewinner. Ich starte schon mal Shellshock. So, Freunde des Tabletops, es ist soweit. Der Gewinner der Band of Brothers Box wird jetzt von mir gezogen. Dazu habe ich live den Sascha geschaltet. Einen wunderschönen guten Tag, Sascha. Guten Tag, Berlin. Sehr schön. Erstmal vielen Dank, Sascha, dass du diese Box zur Verfügung gestellt hast, denn diese Box ist vom Tabletop Basement tatsächlich zur Verfügung gestellt worden, ne? Ja, beziehungsweise teilweise auch von Warlord Games, also auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Warlord Games und ja, wir hoffen, dass natürlich der glückliche Gewinner zufrieden mit dieser Box ist und ins Tabletop Boat Action Hobby einsteigen kann. Das hoffen wir natürlich auch. Das ist ja natürlich Ziel der Sache gewesen. Ne? Einen Glücklichen, der noch nicht so ganz weiß, wie er einsteigen soll, ist mit dieser Box ganz gut beholfen. Dazu habe ich den randomcommentpicker.com genommen. Da gibt man halt das YouTube-Video ein, die URL, dann wird das Video angezeigt, wie viele Kommentare dort passiert sind. Meine Antworten sind Gott sei Dank schon rausgefiltert worden. Ich habe ja natürlich versucht, jedes einzelne zu beantworten. So, jetzt gibt es hier diesen wunderbaren Button Pick the Winner. Ich hoffe, das könnt ihr so ungefähr auch sehen. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Pick the Winner. Und der Winner ist Bogot. 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 Bogot ist der Gewinner der Band of Brothers Box mit seinem Kommentar, schönes Video. Vielen Dank. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, wie verfahren wir jetzt? Es gibt ja momentan die Möglichkeit, auf YouTube auch direkt Nachrichten zu verschicken. Ja. Am besten Bogot oder Bogoth, ich hoffe, ich spreche das jetzt gerade richtig aus. Melde dich einfach bei mir, am besten via YouTube. Schick mir da eine Direktnachricht mit deiner Adresse und dann wird die Box auch umgehend an dich weitergesendet. Gelle? Ja, genau. Ansonsten sollte das über YouTube nicht funktionieren, geht auch über die E-Mail-Adresse oder per Facebook. Dich kann man ja auch super auf Facebook inzwischen erreichen. Ja. Von daher sollte das, glaube ich, kein Problem sein. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ja, viel Spaß damit. Ja, von mir auch nochmal herzlichen Glückwunsch und ja, wie gesagt, schick mir eine Nachricht und die Box geht an dich. Ja, schade für die anderen, aber es wird vielleicht nicht das Einzige sein, was man noch verlosen kann. Nö, Sascha. Na, vielleicht. Vielleicht, man weiß es nicht. Somit war es das jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal dann wieder ein, beim Einsteiger-Guide oder das Tactics-Video. Und ja. Sascha und ich werden jetzt uns noch online duellieren. Genau. Alles klar, na denn. Tschö. Tschüss. Sehr schön.